Jonathan. Hallo Gunnar. Wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Jonathan. Ich bin jetzt schon 33 Jahre hier unten und habe mich jetzt noch entschieden dazu, ein Studium zu beginnen in der Richtung Jura. Und habe jetzt aber auch kürzlich noch nebenbei angefangen zu arbeiten. Mache da so ein bisschen Projektmanagement und das in so einem Bereich vom Marketing und versuche mich da so ein bisschen durchzuschlagen. Aber das hat auch erst vor kurzem sich gestaltet. Also ich bin noch nicht lange wieder im Job, als das Ganze losging. Also die Situation, die wir alle kennen aktuell, habe ich auch bedingt dadurch meine Arbeit verloren ursprünglich. Was ich aber in dem Moment gar nicht so schlimm fand. Als das Ganze anfing, war es für mich eigentlich von Anfang an so eine Intuition da, die mir gesagt hat, irgendwas stimmt hier nicht, so wie es ja mittlerweile vielen geht, was ich auch so aus deinen Sendungen eben mitverfolgt habe, die ich seit Anbeginn auch irgendwie dann gefunden habe in YouTube. Irgendwie wusste ich, da stimmt irgendwas nicht und für mich war das aber eine Chance. Also Krise kommt ja eigentlich aus dem Altgriechischen und ist ja eher so eine Zeit des Umbruchs und eine Chance, die Dinge umzugestalten. Und so habe ich das auch wahrgenommen. Mich hat das Ganze aus einem Arbeitsverhältnis rausgeholt, was für mich einfach gesundheitlich nicht toll war und auch insgesamt einfach Raubbau war an meinem Körper und an meiner Psyche. Und ich hatte einfach dadurch die Zeit, mehr zu mir zu finden. Also auch durch diese Isolation in der ganzen Zeit, die man halt eben gezwungenermaßen viel zu Hause verbracht hat. Aber auch dadurch, dass viele aus dem Freundeskreis eben mit der Angst gekämpft haben, dass sie jetzt jeden Moment durch ein böses Virus sterben müssten. Diese Angst habe ich nicht mitgebracht. Das hat aber auch Hintergründe. Ich will das nicht zu abstrakt formulieren, aber ich bin auf eine andere Art und Weise geimpft worden, dankbarerweise. Nicht auf die Art und Weise, wie es momentan gewünscht wird. Ich habe relativ früh auch durch mein Elternhaus Zugang gehabt zu einer spirituellen Schule. Auf die lasse ich jetzt einfach mal namentlich raus, weil die Menschen neigen immer dazu, mit einem Namen sich ein direktes Bild dazu machen zu wollen, so wie man das halt kennt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die Kirche, dann gehen direkt viele Schubladen auf, wo man die Dinge eben reinstecken möchte. Ich bin durch diese spirituelle Schule geistig geschult worden, in dem Sinne, dass ich auch denken kann und dass ich nicht so Dinge, wie sie jetzt passieren, dadurch irgendwie reingesogen werde, sondern einfach direkt erkannt habe, auch wie diese Intuition, irgendwas stimmt da nicht. Du bist immun gegen die Propaganda und gegen die Angstmache durch diese spirituelle Schulung? Ja, also durch die Schulung des Geistes, was uns allen wirklich wertvoll zuteil werden könnte, auch in Zukunft, gibt es jetzt viele Bewegungen auch von deiner Seite. Diese Symposium-Geschichte und dass du auch einen Raum schaffen möchtest für den Austausch, in welcher Form auch immer das dann wirklich Gestalt annehmen mag. Das sind alles wertvolle Aspekte, die man da mit reinbezieht. Weil uns wird ja nicht beigebracht, zu denken, eigenständig zu sein, sondern wir werden ja abgerichtet, ein möglichst guter Sklave zu werden, um das jetzt mal ganz plakativ zu beschreiben. Mhm. Und welche Folgen das jetzt auch für mich persönlich hat, beziehungsweise auch für alle anderen, ist das, und da finde ich, ist das bildlich gesprochen recht lustig in einem Teil, dass durch diese ganze Maskengeschichte, das ist wie ein Maskenball als Selbstoffenbarung für das Gesicht hinter der eigenen Maske, also die eigene Maske, hinter der wir uns alle eigentlich oft verstecken möchten und also nicht unser wahres Ich zeigen, wie wir sind als Mensch. Ne?
Ja, wenn du spirituelle Schule sagst, dann denkt man da vielleicht sogar an eine gewisse Gemeinschaft oder an eine Sekte oder eine Ideologie. Also, wo ich Ja. jetzt zuerst gedacht habe, vielleicht hat ihn das schon so geprägt, dass er wusste, wie Sekten funktionieren, und dann hat er genau das gleichen Mechanismus jetzt in der Gesellschaft entdeckt. Aber das ist jetzt keine Schule, in der man jetzt, in der du aufgewachsen bist, im Sinne von einer Sekte oder einer religiösen Gruppierung. Nicht in dem Sinne. Deswegen lasse ich auch ganz bewusst den Namen dazu raus, nicht einfach um auch zu verhindern, dass Menschen das in der Schublade stecken und denken, okay, Sekte, sondern vielmehr, es ist ein sehr offenes und freies, eine offene und freie Gemeinschaft, die niemanden dazu zwingt, gewisse Praktiken zu vollziehen oder Mitglied zu sein oder nicht. Ja, also das ist nicht so wie man das vielleicht irgendwie, jeder kennt ja die Zeugen Jehovas vom Hörensagen, vielleicht zumindest weiß man, okay, die lassen dich nicht mehr raus und du wirst verfolgt, etc. Das ist nicht der Fall. Also es wird keine Manipulation dort ausgeübt. Du merkst das, also ich merke das für mich jederzeit, dass ich immer aktiv hinterfrage, also immer wach bei Bewusstsein bin und auch immer schaue, passt das, was da passiert? Also es fühlt sich einfach richtig an, in dem Sinne. Gehört denn ein gemeinschaftliches Leben dann zu dieser Nein. spirituellen? Nein, Nein, also man also kann es. das, man kann irgendwo leben und man ist aber schon sozusagen Mitglied in so einer Art Gruppierung oder Verein oder man bekennt sich zu irgendwas. Also rein rechtlich gesehen, ist es eine Vereinsstruktur, überall in Deutschland, auf der ganzen Welt. Und du kannst Mitglied sein. Das Ganze stützt sich dann auf Spendenbasis oder durch einen Mitgliedsbeitrag, zu dem man sich dann natürlich freiwillig auch verpflichtet, weil wir eben hier in diesem materialistischen System leider gezwungen sind, gewisse Kosten zu tragen. Das lässt sich nicht vermeiden. Die Leute wollen immer Geld für ihre Leistung haben. Das ist Ja. auch eine Frechheit. Aber Das ist nochmal ganz kurz, weil ich bin natürlich versucht, danach zu fragen, was es sein könnte oder auch meine Vermutung Ja. hier loszulassen. Aber ich habe leider noch gar keine sehr konkrete. Aber wie wachsen Kinder da rein? Oder muss man, entscheidet man sich erst, wenn man da 18 ist? Kommt, oder meldet man seine Kinder da so an wie bei der Taufe im katholischen? Ja, also im Grunde gibt es auch da die Möglichkeit, sich zu taufen zu lassen. Dann, das ist im Grunde basiert das Ganze alles auch auf dem ganzen christlichen Segment. Bezieht aber eigentlich aus allen Teilen, die wir halt als Religion bezeichnen, Buddhismus, Hinduismus, auch dem Islamismus oder dem Islam. Islamismus ist irgendwie so ein komischer Begriff, der passt nicht ganz. Ist ja so medial irgendwie Ja, erstellt das machen nur die worden. bösen Terroristen. Das Genau. hat nichts mit dem Islam zu tun. Ja, auch aus dem Judentum, also aus allen, wo eben Aspekte vorhanden sind, nimmt man sich zwar quasi das raus, was halt passt und baut daraus ein Gesamtbild. Vielleicht sagen dir die hermetischen Lehren etwas. Ja. Ja, also in die Richtung die Hermetik oder der Gnostizismus. Okay. Und das heißt, Kinder, also bist du darin aufgewachsen? Haben deine Eltern das Ja, schon gemacht? glücklicherweise. Also es hat mir wirklich in meiner Kindheit eine wertvolle Zeit gebracht, weil eben viele junge Menschen auch dort waren. Es finden große Sommerwochen sozusagen statt, die dann mit vielen anderen Kindern abgehalten wird, wo man zusammen zu Mittag isst, zu Abend isst, dass man auch Gottesdienste hält tatsächlich, aber nicht so, wie wir das vielleicht aus der Kirche kennen, sondern tatsächlich eher in einem Tempel, der sehr hell und ja, erleuchtet auch ist, also nicht irgendwie so dunkel wie in den Kirchenbänken und auch nicht in Richtung Schuldzuweisung und sich schlecht fühlen und du musst für deine Sünden büßen und den ganzen Quatsch, also so bezeichne ich das gerne einfach mal. Weil die Kirche ist eine Institution, die irgendwann sich etabliert hat, um die Menschen dahin zu führen, wo es eben nicht hingeht, sondern genau davon weg. Ja, das muss nicht jeder meinen, diese Meinung muss nicht jeder teilen, aber das ist so meine Ansicht einfach dazu, dass da versucht wird, dich wegzubringen von deinem Ziel.
Also das hat schon einen Bezug zum Individuum, dass du zu dir gebracht wirst oder Ja. mehr was steht im Vordergrund? Gemeinschaftlichkeit? Gemeinschaftlichkeit und vielleicht hast du das irgendwo schon mal gehört, der transfiguristische Weg. Sagt mir nichts in der Form. Okay, vielleicht ganz kurz, aber dass es nicht zu umfangreich wird. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit wir haben oder dass wir ihm einfach auch mehr Zeit Ich finde es geben sehr spannend, tatsächlich. also erzähl ruhig. Okay, Ja. dann würde ich ausholen. Na? Du hattest ja angesetzt, okay, 15 bis 20 Minuten, so ist der Durchschnitt. Aber wenn Ja. du mehr Zeit hast, machen wir das gerne. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Genau, okay. Individualismus, Ja. Kollektivismus, aber was steht im Vordergrund? Die Gemeinschaft? Ich sag mal, wenn du Individualismus verstehst, dann sehen wir, dass ich spreche jetzt mal als wir für diese Gemeinschaft auch. Individuell ist das Ich, also dein Ich-Bewusstsein, das sagt, okay, ich bin Gunnar oder ich bin Jonathan. Und kollektiv gesehen ist es eigentlich so, dass wir alle aus einem sind. So ist da die Betrachtung des Ganzen, dass jedes Bewusstsein eigentlich zu einem Ganzen gehört. Und nicht das Göttliche, so wie die Kirche das sieht, das ist jetzt ein weißer, alter, böser Mann mit einem langen Bart, der da oben sitzt, sondern gar nicht als Person zu betrachten, sondern einfach als Energie, als Kraft, wie auch immer. Und das ist so der Ursprung des Ganzen, wo wir alle herkommen, sozusagen wie der Mensch ein kleiner Teil des Ganzen ist, als Splitter eines riesigen Diamanten, so bildlich gesprochen. So, das als Du, Kollektiv. okay. Du hast eben von Ritualen gesprochen, die ihr dann da auch durchführt Ja. oder einhaltet. Sind das sichtbare Rituale, also auch nach Nein. außen hin, dass man etwas trägt oder ein bestimmtes Fest feiert? Also gar nicht, das ist wirklich sehr ernsthaft, da wird kein Theater gespielt, sondern jeder kennt vielleicht einen Gottesdienst, der ein oder andere war irgendwann mal in seinem Leben vielleicht in der Kirche. Im Grunde kannst du dir vorstellen, dass man halt in dem Tempel Platz nimmt zusammen, dass in früheren Zeiten, jetzt ist es ja rechtlich nicht mehr zulässig und da macht man sich auch nicht angreifbar an der Stelle, dass man gesungen hat zusammen, also entsprechend auch Lieder. Und ansonsten wird vorne, ähnlich wie bei der Kirche, ja, durch andere Schüler der Vortrag gehalten zu einem gewissen Thema, was auch aktuellen Bezug haben kann, aber eher auch recht spirituell gehalten, was gar nicht so dem Inhalt nach den Verstand ansprechen kann. Also du kannst es gar nicht unbedingt mit dem Verstand greifen, sondern das richtet sich an etwas anderes, um halt irgendwo diesen Erwachensprozess zu fördern. Was wir jetzt aber auch als Erwachen feststellen, sind, dass viele Menschen erkennen, okay, hier passt irgendwas nicht. Das kann einmal das Aufwachen sein und dann gibt es das andere Aufwachen, wo du merkst, okay, ich gehöre hier gar nicht hin. Vielleicht bin ich ja auch, habe nur eine Erfahrung. Also habe die Erfahrung als spirituelles Wesen, Erfahrung Mensch. Ja, da wird dieser Vortrag gehalten und dann wird zwischendurch ein Lied gesungen, jetzt nicht mehr aktuell. Und dann danach geht man dann jeder für sich nach Hause. Und im alltäglichen Leben, wenn man jetzt für sich ist oder einfach sein Leben lebt, muss man da bestimmte Dinge verfolgen. Hat man da Nicht so eine. zwingend. Das ergibt sich von selber. Du hast keine Verpflichtungen. Du musst dies oder du musst das machen oder du darfst das nicht machen. Es gibt Empfehlungen, die einfach generell förderlich sein können, dass du dich als Mensch weiterentwickelst. Das heißt, dass du langfristig irgendwann, und das kommt von selber, dieses Bedürfnis, das erwächst quasi aus dir, kein Fleisch zu konsumieren, kein Alkohol zu dir zu nehmen, aber auch das einfach aus Ernährungssicht. Ach, wissenschaftlich ist ja eh nicht so gesund, wenn du viel Alkohol zu dir nimmst oder zu viel Fleisch isst, ja. Das mal auf der Ebene, aber auf anderer Ebene kann Fleischkonsum und Alkoholkonsum auch dazu führen, dass du dich geistig nicht in der Form entwickeln kannst, wie es eigentlich möglich wäre.
Rein ernährungswissenschaftlich betrachtet ist es ja so, dass wir durch unsere Ernährung heutzutage unser System eigentlich derart vergiften, dass diese Eigenschaften, die wir eigentlich haben, dass der Körper also eigentlich auch selbst in der Lage ist, MDMA herzustellen, also bewusstseinserweiternde Stoffe, wird unterbunden durch diese sogenannten MAO-Blocker. Diese MAO-Blocker verhindern im Grunde, dass im Körper diese Stoffwechselprozesse stattfinden und die MAO-Blocker sendet der Körper aus, um halt Giftstoffe aber auch zu absorbieren oder zu stoppen. Und es kann aber, der Körper kann nicht davon unterscheiden, was ist jetzt das Gift und was ist eigentlich der körpereigene MDMA zum Beispiel. Und ja, das einfach mal ein kurzer Ausflug in die Ernährung. Und das führt eben dazu, dass du bewusstseinserweiternde Eigenschaften, die der Körper an sich eigentlich selbst auf die Beine stellen kann, sozusagen unterbindest. Also durch unsere heutige Lebensweise, die sich einfach in Teilen gar nicht verhindern lässt. Wir haben viel Stress auf der Arbeit, keine Zeit zu kochen oder auch keine Power einfach mehr abends, sich da noch hinzustellen. Dann isst du halt irgendwie Fertigprodukte aus dem Supermarkt oder Tiefkühlpizza, ne, so Sachen. Ich schätze, das sind jetzt so Erkenntnisse, die dann erst später zu dieser Lehre oder vielleicht gar nicht Gar nicht hinzugekommen sind, aber unbedingt, die, ja. im Zusammenhang direkt damit. Das habe ich auch einfach aus eigenem Interesse mir selbst beigebracht. Ne? Also man informiert sich, weil man möchte wissen, okay, na, wie kann ich mich denn gesünder ernähren oder gesünder leben? Also gibt einfach noch zusätzliche Vorteile dann dadurch. Aber du hast ja gesprochen, das ist auch das, was mich nochmal eigentlich hier interessiert, dass dich das auch geistig eigentlich geimpft hat. Gibt Ja. es denn da eine Art geistige Schulung und wie geht Nicht das direkt, den? Nee, sehr aber in indirekt. was war darin, was dich darauf aufmerksam gemacht hat, hier läuft was ganz Komisches und ich bin eigentlich nicht von dieser Angst so affiziert wie alle anderen? Das ist vielleicht, also es wird auch nicht irgendwie herbeigeführt bewusst, sondern das passiert einfach mit der Zeit, wenn du deine geistigen Fähigkeiten quasi passiv ausgebaut hast durch deine Lebensweise, durch das Verhalten. Auch ich sage mal dazu Geisteshygiene. Das heißt, dass du vielleicht auch für dich darauf achtest, na, womit beschäftigst du dich? Worüber denkst du nach? Also was schenkst du Aufmerksamkeit und wo steckst du deine Energie rein? Da würde, glaube ich, fast jeder irgendwie zustimmen und sagen, okay, ich will jetzt nicht unbedingt meine Energie in negative Dinge investieren, irgendjemanden meine Kraft schenken, der mich nur aussaugt, ja, energetisch gesehen. Wie eine ungesunde Beziehung. Kannst du denn mit diesem Denken, sagen wir mal, oder sagen wir mit deiner Immunität gegen die Propaganda in dieser Welt jetzt etwas anfangen? Also oft ist es ja auch so, dass man dann sich sehr alleine fühlt, dass man sagt, wow, bin ich hier der Geisterfahrer auf der Autobahn oder alle anderen? Und ich werde eigentlich verrückt an dem Wahnsinn, der da draußen ist. Ja. Und das macht mir, manche wünschen sich ja eigentlich dahin, ja, Ignorance is Bliss sozusagen, das einfach abnicken zu können und daran nichts Komisches zu finden. Ja, also ich habe für mich auch erkannt, dass und daraus entstand auch ein Verständnis einfach für auch, was auch immer da ist, die Maßnahmen oder eben wie Menschen sich jetzt verhalten, dass viele halt auch Angst haben, sich zu infizieren, sich dementsprechend auch distanzieren auf der sozialen Ebene. Sie können nicht anders. Ja, das Bewusstsein ist an der Stelle nicht vorhanden, sich anders zu entscheiden, also sondern vielmehr fremdbestimmt zu leben. Und die Abhängigkeit seitens derjenigen, die jetzt das Ganze steuern, also Politiker etc., die sind auch genauso in der Abhängigkeit nach Macht und Geld, um das zu befriedigen. Und deswegen ist das so die Wirkung auf die Menschen insgesamt. Gleichermaßen, wenn man jetzt nach dem Konzept der Resonanz geht, also dass jeder bewusst oder unbewusst die Umstände für sich erzeugt, die er für seine persönliche Entwicklung braucht. Das ist so ein bisschen nach dem Psychologen Adler, vielleicht kennst du ihn, aus Österreich. Der ist echt ein toller Typ, von dem habe ich mir mal was durchgelesen und konnte das auch recht schlüssig nachvollziehen. Und deswegen erzeugt jeder für sich die bewusst oder unbewusst die Umstände, die er einfach braucht.
Und deswegen habe ich so für mich das Verständnis auch dafür entwickeln können, warum das alles so ist. Und jeder bekommt dadurch quasi eine Chance, sich weiterzuentwickeln. Und da spielst du auch immer eine große Rolle. Deswegen wollte ich dieses Gespräch unbedingt auch mal führen mit dir. Ich habe jetzt gemerkt, es sind immer so besondere Videos zwischendrin, wo du dann durchbrichst durch den üblichen Trott. Ich weiß jetzt den Titel nicht. Neulich hattest du ein Video veröffentlicht. Da hast du gesagt, du kennst mich nicht. Hallo, es ist auch egal, was du fühlst und warum du es fühlst. Es ist auch in Ordnung, egal, was die anderen dazu sagen. Ich denke mal, du weißt, was ich meine. Ja, klar. Na? So, das sind wichtige Botschaften. Also mir hat das Video auch sehr gefallen. Es ist, denke ich, sehr kraftgebend für viele Menschen, die sich das dann anschauen. Und einfach mal da rauszukommen und zu sehen, okay, es ist völlig in Ordnung, wie ich bin und warum ich so bin. Ne? Ich habe auch selber immer mehr das Gefühl, gerade im Moment, es geht nicht darum, die Situation zu verändern, sondern zu verstehen, Ja. wie einen die Situation verändert und dass das Ja. unglaublich viel mit uns machen kann und halt auch ins Positive. Wo viele eben vielleicht noch dran knapsen und ich auch, ist, wie kann ich das gestalten? Also ich lasse hier viel mit mir machen. Hier ist eine Ohnmacht auch da, weil die Dinge sonst auch so weitergehen, ob ich schreie, ob ich aufkläre, ob ich den Kopf in den Sand stecke. Es läuft, wie es irgendwie laufen soll. Aber dann merke ich manchmal, aber mein Leben läuft eigentlich ganz anders. Und für mich hat sich das Leben gedreht auch. Und ich selber auch in meiner seelischen Entwicklung bin irgendwie, ja, ich würde schon sagen, gereift, mir ist einiges klarer geworden oder ich habe geistige Klarheit gewonnen. Jetzt habe ich das nicht so bewusst angestrebt, aber vielleicht gibt es die Möglichkeit für Menschen, da wirklich mal bewusst dran zu gehen mit einem gewissen Ja, System auch. ich will das nicht als Rat das, formulieren. Ich möchte das vielmehr mal als Impuls in den Raum stellen, auch für uns alle sozusagen, dass bisher warst du sehr proaktiv auch und hast aufgefordert, sich dagegen zu stellen, um das jetzt mal plakativ einfach zu rekursiv darzustellen. Vielleicht kann man versuchen, auch gemeinschaftlich, du für uns und alle eben für sich, gegenseitig, mehr Raum für das Positive einfach dazu bieten. Und dadurch dieser Spaltung, die eben jetzt bewusst auch versucht wird, zu erzeugen unter uns Menschen, sage ich jetzt einfach mal, weil das hat als kausale Wirkung auch die Veränderung der politischen Struktur und dem Wirkungsgrad oder der Wirkweise der Medien oder dem Erscheinungsbild auch zur Folge. Das heißt, wir können unsere Wirklichkeit gestalten. Und wenn du jetzt einfach nur das Positive fütterst, auch mit deiner Energie und nicht mehr, gar nicht mehr so diesem Ganzen die Art von Aufmerksamkeit schenkst, die vielleicht gewünscht wird, sondern dass du dich damit beschäftigst, oh, wie schlimm das ist, es ist so negativ, sondern dass wir gemeinschaftlich einfach schauen, wo kann ich ansetzen, um das Positive zu gestalten und diese Negativen überhaupt gar keine Energie mehr zu schenken und dadurch einfach dem entgegenzuwirken. Also entgegenwirken durch Nichtstun sozusagen. Ne, das ist vorbei, würden die Chinesen sagen, die Ja, ja. und ich muss gestehen, dass ich diesen Gedanken auch schon mindestens seit Silvester letzten Jahres habe. Ne? Geh ganz da raus aus dem Ah. Negativen, kümmere dich nicht mehr darum, arbeite dich nicht daran ab, weil es auch gesundheitlich auch einfach nicht gut ist für mich. Und ich versuche ja auch diese positiven, konstruktiven Vorschläge und Vernetzungen und auch gemeinschaftsorientierten Projekte aufzustellen, Symposium, Refugium, ne? Die Lösungen, die ich hier versuche auch ja, unter das Volk zu bringen. Aber ich merke, es zieht mich immer wieder, dieses schwarze Loch zieht mich immer wieder an, auch ne, dieses Negativ, immer wieder da reinzugehen, auch in die Kritik. Es gibt ja genug, ne, und es ist fast Ja. wie eine Ja. Sucht. So. Ich denke, aber, ja, ich habe mir im Dezember vorgenommen, im nächsten Jahr gar nicht mehr das Negative zu fokussieren, aber es ist trotzdem eben noch sehr viel. Was passiert hier? Und das muss kritisiert werden. Ja. Ja. Ich würde da gerne noch mehr rauskommen, ehrlich gesagt. Meine Idee ist auch, wenn du da grundsätzlich Interesse hast, dass wir auch weiterhin im Austausch bleiben. Wir können auch andere Formate gemeinsam besprechen, wo auch vielleicht zeitlich mehr Raum ist als in diesem Format, wo es eigentlich eher um ein Interview geht, ursächlich. Das ist mein Angebot, da stehe ich gern bereit, dass man auch sich mal länger in einem Gespräch zusammensetzt, vielleicht auch mal in einem Format mit Kamera. Da hast du ja einige, viele Standbeine aufgestellt.
Genau. Na, also das mal als Sehr Idee. gerne. Ja, also sehr gerne, dann nicht mehr anonym, sondern dann wirklich mit Namen und Gesicht. Sehr gerne, dann lass uns das gerne als einen Auftakt nehmen. Ich bin auch sehr gespannt, ob die Zuschauer auch mehr oder weniger erraten. Heute haben wir eine kleine Quiz-Sendung ungewollt gehabt, um welche verschwörungstheoretische Sekte es sich denn hier handelt. Ich habe, muss ich gestehen, eine gewisse Vermutung und hoffe, dass ich die gleich auflösen kann im Sprich gerne deine Nachgespräch. Vermutung aus. Soll ich es jetzt machen? Sind das die Ja. Rosenkreuzer? Ja, du hast ein gutes Gespür. Ja, ich habe es zwischendurch gegoogelt, also Ja. dieses transfiguristische genannt hast. Aha. Ja, auch da muss man aufpassen, wenn du Rosenkreuzer googelst. Es gibt auch so ein paar andere, die haben, ich weiß nicht genau, wie die sich dann nennen, die bauen dann irgendwelche ägyptischen Tempel und machen irgendwelche komischen Sachen. Da gibt es viele Gruppierungen. In dem Fall wäre es das Goldene Rosenkreuz, also Lectorium Rosicrucianum, der lateinische Untertitel, Subtitel dazu. Ja, das Dann, ist ja ja. immer schlimm, wenn man Leute gerade googelt und das dann kommt man auch oft Richtig. auf die falsche Fährte und das gilt eben bei solchen spirituellen Aber Gruppen auch. hoffen wir darauf, dass der Teil deines Publikums auf der richtigen Fährte ist und das nicht in die Schublade steckt, so wie vielleicht ja, Wikipedia etc., ne, solche Gruppierungen das gerne tun möchten. Ja, dann ist es auch die Erfahrung dieser Individuen, ne, dass sie sich da durchkämpfen müssen durch den Ja, Wust jeden der Wurm das falschen Seine. Informationen, Fehlinformationen. Vielleicht, wenn ich noch was einbringen darf, Gerne. ich höre auch raus, dass es sich ein bisschen zum Ende neigt. Das habe ich Das neulich mag aus ich. einem Buch gelesen. Ich würde das jetzt sinngemäß einmal wiedergeben, gerne, was jetzt so in das ganze Gefühl auch mit reinpasst. Ich denke, es wird einfach Zeit, dass wir uns an die Idee gewöhnen, dass eine Krise uns nicht nur etwas nimmt, sondern uns auch einiges schenkt. Und durch unser eigenes Handeln bestimmen wir unsere Erfahrungen und wir schaffen fortwährend eine Realität. Aber weil das, was wir erschaffen, immer sehr nah bei unserer vorherigen Realität bleibt, sind wir uns dessen nur zum Teil bewusst. Ob wir nun mehr oder weniger bewusst unsere eigenen Umstände kreieren, hängt davon ab, in welche Richtung sich für uns die Übergangszeit entwickelt. Wählen wir wieder eine andere Zeitperiode oder gehen wir zum Kern? Bleibst du auf der alten Schiene, ne, bleibst du in der Komfortzone, gehst denselben Weg, gestaltest also dementsprechend immer wieder das gewohnte Umfeld oder brichst du daraus, so als Kurzform davon? Danke für das schöne Gespräch. Ja, ich danke dir. Du sollst alle